Ach, weil wir ihn jetzt im Schlepptau haben, wahrscheinlich. Weil wir zu dritt unterwegs sind. Licht und Schatten. Wie ein Traum. Wir zu viert zusammen Oder unterwegs. zu viert halt eben mit Du hast Torgal. Spaß, ja? Gav und die anderen könnten gerade jetzt in Gefahr sein. Das Natürlich. Tut mir leid. ist mal eine doofe Ansage. Ute Dein Bruder ist hat sehr dir das Leben verlässlich. gerettet. Bezüglich Canva wird sie sicher. Ah, okay, und jetzt darf ich die Nebenquests machen. Bereits Informationen sammeln. Tabor ist nicht weit. Beeilen wir uns lieber. Okay, ich gehe mal da hinten hin. Und guck mir zumindest einmal Tabor an. Was davon jedenfalls übrig ist. Sind wir hier an der Steppe an? Ah, hier wird dann wahrscheinlich Tabor sein, ne? Diese Ruine ist aber günstig gefallen. Seien wir vorsichtig. An Ruinen sind auch Echos nicht weit. Ja, da sind auch schon die ersten hier. Na gut, dann schauen wir erstmal, dass wir nach Tabor kommen. Oh nein! Oh Gott. Gut, dass wir hier nicht runterfallen können. Also, dass es in Final Fantasy tatsächlich unsichtbare ja, Wände gibt. Ach, wir können hier rüber. Da ist eine Brücke für uns. So. Hier lang. Erzähl uns von Jutta, Joshua. Sie ist willensstark, loyal. Hier ist sogar auch eine Nebenquest. Nur mit passenderweise. Okay. Chocobo. Das ist ein Händler? Hallo? Reisender Händler. Grüß dich! Wohin des Weges? Zu den freien Städten vielleicht? Ja. Ach, ich denke mir einfach mal ein Teil. Will dich nicht ausfragen. Bin selbst gerade auch nicht wirklich in Erzähllaune, weißt du? Ehrlich gesagt, fehlt mir etwas Inspiration. Ich weiß gar nicht mehr wohin. In Oriflam habe ich einen Reibach gemacht, bis dem alten Drachen die Rübe geplatzt ist. Also habe ich's in der Wüste versucht. Dann ist der Zahn auch ausgefallen. Und mit dem Dominium fange ich am besten gar nicht erst an. Ja, gut, das sind wir ja Ich schuld. versuche es wohl in Canva. Nur bei meinem Glück fallen die Orks ein, ehe ich auch nur meine Ware ausgeräumt habe. Aber ich sage immer, wo Krisen sind, sind auch Chancen. Und zwar Chancen auf echte Gilgruben. So, wohin geht's jetzt?
ob in Ashra was zu holen ist? Also eigentlich wollte ich fragen, ob er irgendwas hat, was ich kaufen kann. Aber okay, er will nur quatschen. Dann ist es kein wirklicher Händler für uns. Und hier ist tatsächlich eine kleine Quest. Okay, der macht nicht mehr lang. Was ist passiert? Bist du allein? Ätherflut. Da vorne. Sie hat das Lager verschlungen. Die anderen. Sie sind schon alle akasisch. Hier in der Nähe gibt es ein Dorf. Ja, da will ich hin. Dort leben gute Menschen. Keiner wird entkommen, wenn die Männer bei ihnen einfallen. Wir dürfen das nicht zulassen. Okay, ich weiß nicht, ob er uns noch hören kann oder ob er schon weg ist. Warte hier. Ja, was soll er machen? Ich komme nicht drum. Danke. Unser Lager noch. Ist da vorne. Abseits des Pfads. Ja, wahrscheinlich beenden wir die Quest und gehen zurück und dann ist er wahrscheinlich schon tot. Ne? Vermute ich mal. Vergebt mir. Oder er ist. Warte hier, Ruhe. Okay, der Look ist irgendwie nicht so richtig. Das Lager sollte nicht weit sein. Nee, ist genau um die Ecke. Hoffentlich ist es nicht zu spät. Schon wieder eine Flut. Sie sind jetzt überall. Wir müssen da durch. Halten wir die Augen offen. Hier ist das Lager. Gut. Ja, alles schon verwandelt. Aber die Quest, also ist die jetzt direkt fertig? Weil zurückbringen macht ja nicht viel Sinn. Ist da jemand? Oh! Bitte, oh. Ich bin verwundet. Wo bist du denn? Das ist wohl kein Akasischer. Den nicht. Hä, wo ist er denn? Auftrag sie in der Nähe. Hä? Hier ist eine Truhe. Hä? Ist der hier hinter? Man sieht's halt auch so schlecht. Ach, da! Du gehörst zur Einheit? Ja. Ich habe Lärm gehört. Sind die anderen... Es war zu spät. Einer deiner Kameraden hat mich hierher geschickt. Ein Überlebender? Wo ist er? Sag schon. Naja, überlebend. Hat es nicht geschafft. Er hat richtig gehandelt. Dieser Monster. Das war nicht mehr meine Truppe.
Du hast Tabor gerettet. Hier. Ich danke dir. Okay. Wir kennen uns doch. Oder nicht? Du musst mich mit jemandem verwechseln. Nein. Diese Narbe. Bei der Faust von Titan. Du bist Sid. In Kostnice hast du meine Kameraden getötet. Und in Rosalith hast du Lord Kupka getötet. Mit Hugo Kupka bin ich fertig. Ich habe keinen Groll auf seine Gefolgsleute. Aber ich auf dich! Och nein, jetzt haben wir ihm das Leben gerettet und er... Ich werde Lord Kupka rächen! Er kann doch kaum stehen. Also, nee. Auf die Herausforderung... Nee, also nee. Nein. Komm erst wieder zu Kräften und denk nach. Dann können wir immer noch kämpfen. Auch wenn du dein Leben dafür nutzen solltest, anderen zu helfen. Oder hast du deinen Eid schon vergessen? Sei still! Was weißt du schon von Eiden? Wie schwer sie zu halten sind. Deswegen gebe ich dir eine Chance, genau das zu tun. Nein. Du täuschst mich nicht. Lord Kupka hat uns von deinen Verbrechen erzählt. Du bist ein Mörder. Kein... Mensch? So wie du und deine Freunde? Ich bin nicht wie du. Aber wenn du mich nicht töten willst, dann geh. Geh! Nee, will ich ja nicht. Glaub mir, wir sehen uns wieder, Sid. Ich hoffe nicht. Und wenn im Guten. Irgendwann wird er es auch verstehen. Okay. Ja. Mal gucken. Tabor ist ja jetzt nicht mehr so weit von uns weg, eigentlich. Oder vielleicht doch. Da hinten ist Tabor, okay. Ein paar Wildhunde. Die nehmen wir mal noch mit hier. Fast geschafft. Warst du schon mal in Tabor? Ich war schon fast überall. Hallo? Darf ich nein? Und Chocobo. Seid willkommen. Besucher sind eine Seltenheit in Tabor. Doch ein bisschen was von unserem alten Versteck hier. Und jetzt, Joshua? Das Haus gleich rechts hinter dem Stadteingang. Dort finden wir sie. Da. Oh, sogar auch Schnellreise. Perfekt. Na gut. Lord Clive Rossfield, es ist mir eine Ehre. Ich bin Jote, Ritterin der Ewigen, beauftragt mit dem Schutz seiner Gnaden Joshua Rossfield, Auserkorener des Phönix. Natürlich. Jetzt ergibt alles Sinn. Für dich vielleicht, aber...
Die Ewigen sind treue Diener des herzoglichen Throns. Oder genauer gesagt, seines Erben. Sie dienen unserem Haus seit Generationen, wenn auch im Schatten. Seit ihrer Gründung sind sie mit der Bewahrung und Durchführung der heiligen Riten der Ahnenkommunion betraut. Nach dem Vorfall am Phönixtor waren es die Ewigen, die mich geborgen haben. Seit ich Rosaria verlassen habe, hat Jote immer ihre schützende Hand über mich gehalten. Mhm. Ohne ihre Hilfe hätte ich meine Reise wohl nicht überlebt. Bitte, erhebt euch. Euch gebührt mein Dank. Ihr habt meinem Bruder das Leben gerettet. Damit er auch unser Leben retten kann. Ich habe meine Pflicht getan. Berichte. Was hast du entdeckt? Euer Gnaden. Es ist wie befürchtet. Das Schiff, das wir in der Nacht der Katastrophe am Dominium erspäht haben. Es war die Einherr, ja. Ohne jeden Zweifel. Die schwarze Galeone. Joshua? Die Einherja ist das Valuta-Flaggschiff. Was haben die am Dominium zu schaffen? Als ich von Valuts Verwicklung in die Ereignisse in Drachenfang erfuhr, verspürte ich den Einfluss Ultimas und bat Jote und die Ewigen in der Sache zu ermitteln. Wir haben Grund zu der Annahme, dass die schwarze Galeone nach Ausbruch der Kämpfe Anker gelichtet und Kurs nach Süden gesetzt hat. Nach Kanva? Dann sind es die Valuta, die hinter dem Angriff stecken. Was von ihnen übrig ist, ja. Und die schwarze Galeone segelt nur auf Befehl eines Mannes. Barnabas Tarm. Sind wir hier drinnen wirklich in Sicherheit? Die Stadtwache wurde bezahlt, falls ihr das meint. Ich glaube, sicher ist man dann nirgends. Mehr für sie davon zu laufen. Es steht euch frei zu gehen, Herr Minister. Verlassene Märkte, Lagerhäuser in Flammen, verkohlte Schiffsrümpfe verstopfen unsere Häfen. Kanva ist ruiniert. Die Welt droht ins Chaos zu stürzen und ihr habt nichts anderes als eure Finanzen im Sinn? Ich bitte euch, an Rafge ist Almekia Kanva doch um Längen voraus. Ihr wagt es. Ich sag ja, man ist da nicht wirklich sicher. Mitglieder des Rates, bitte verzeiht seiner Majestät diese Störung. Was hat das zu bedeuten? Etwas spärlich. Doch ich fürchte, dieser Ort muss genügen, Milord. Also gut. Meine Herren, versteht ihr es nicht? Der König, er rettet uns aus den Klauen der Akasischen. Guck nicht so böse. Es ist ein Geschenk des Himmels, eine göttliche Fügung, unser aller Erlösung. Und wenn seine Majestät eine Vergütung verlangt, sind wir natürlich gerne bereit, einen gerechten Preis auszuhandeln. Schweigt. Eure Ignoranz stellt euch bloß. Eurer Majestät, verzeiht, wenn ich irre, aber tragen die mordenden Heerscharen, die in Kanvas Straßen das Blut der Bürger vergießen, nicht die Farben von Valut? Ha! Ihr könnt es also nicht leugnen. Wachen, ergreift sie und führt unsere Gäste in den Kerker. Genug. Erbärmliche Kreaturen. Das
dass ihr euch einbildet, ihr würdet der Erlösung würdig sein. Das Mädchen ist noch hier, in dieser Stadt. Auch ihr Bewusstsein trieft vor Hochmut wie einst das ihres Vaters. Ein Bewusstsein, an das Mythos untrennbar gebunden ist, das ihn anziehen wird. Geh und heiße ihn willkommen. Ja, Eure Majestät. Komm, Mythos. Ein Mythos sind ja wir, ne? Und das ist, wird unser das kleiner Licht Boss des werden Prinzen hier. Kann mich nicht gesättigt haben. Nee. Fiesling. Also, wie lange ist Valut schon unter Ultimas Kontrolle? Das ist die Frage. Nach allem, was wir von Barnabas wissen, wenigstens seit einigen Jahren, vielleicht mehr. Mit welchem Ziel? Was ist Ultimas Plan? Das Bild. Zeig's ihnen. Phönixtor, Drachenhauch und nun hier. Was ist es? Es ist alt, uralt sogar. Von dem Glauben, den es darstellt, ist nichts geblieben, außer was man dem Bild selbst entnehmen kann. Auch über das im Apoditerium wusste niemand etwas, selbst die Ewigen. Doch ich glaube, die Bilder geben Auskunft über Ultimas Bestrebungen. Die Figur in der Mitte, Zerstörung, würde ich sagen. Sie halte ich für Ultima. Er ist ein Gott, zumindest gottgleich, jenseits unserer Vorstellungskraft. Die Esper und somit auch ihre Domini sind dazu bestimmt, ihm zu dienen. Während einige wie Barnabas diese Rolle akzeptiert haben, weigern sich andere, wie du, Clive, was ungelegen sein dürfte, da er dich am meisten zu benötigen scheint. Götter mögen keinen Ungehorsam. Ja, da hast du vermutlich recht. Clive, dürfte ich Jote vom See erzählen? Wenn du das möchtest. Jote, ich begleite meinen Bruder zu den freien Städten. Während wir unterwegs sind, möchte ich, dass du über Clives Kameraden wachst. Omia Lostelan Tui Sargelith. Es fehlt ihnen an erfahrenen Kämpfern, die das Versteck im Ernstfall beschützen können. Aber es ist meine Pflicht, euch... So wie es meines Bruders Pflicht ist, nicht wahr? Wenn es das ist, was ihr wünscht, euer Gnaden. Aber bitte gebt Acht auf euch. Wenn euch etwas zustöße, ich... Du hast mein Wort. No. Lebt wohl, Milord, Milady. Wir danken euch, Jutta. Ich hoffe, sie stirbt nicht. Bitte nicht. Ich mag sie. Die ist sympathisch. Finden wir unsere Freunde.
scheinst ihr sehr viel zu bedeuten. Sie mir auch. Deshalb musste ich sie gehen lassen. So viele Quests. Nutzen die eigentlich alle drei Wettertaft? Ich meine, so wie die Frisuren immer sitzen. Ja, das sind Perücken. Das sind vorgefertigte Perücken, schon in Form gebracht. Das, daran wird es liegen. So, können wir hier was kaufen, verkaufen? Brauche ich noch Tränke? Willkommen. Ich meine nicht. Diamantschwert? Nee, das ist schlechter. Viel schlechter als das, was wir derzeit tragen. Genau, Tränke haben wir auch. Okay, da, oh Gott, noch mehr Nebenquests. Also das heißt, wir haben Nebenquests, die wir sowieso schon offen haben. Und Nebenquests, die wir jetzt hier auch noch annehmen können. Also ein... ganz viele Nebenquests haben wir hier. Ganz viele. Mutig genug für ein Abenteuer? Ja, bin ich. Immer mutig. Kann man deine Dienste zufällig mieten? Ich plane nämlich ein Attentat. Moment. Doch nicht wortwörtlich. Nun, ja und nein. Durch Zufall bin ich an einen für jemanden meines Fachs wertvollen Hinweis gelangt. Ein stattlicher Alp-Avis wurde auf den Feldern von Korava gesichtet. Alp-Avisse sind brutale Bestien. Ach, dann geht das. Aufgrund ihrer Natur gibt es fast keine ausgewachsenen Exemplare. Diese jedoch haben eine Haut von unschätzbarem Wert. Okay. Und du willst sie verkaufen? Letztendlich ja. Zuerst würde ich sie natürlich gerben, sodass sie zu einzigartigen Wunderwerken verarbeitet werden kann. Mhm. Avis-Haut an sich ist schon ein seltenes Gut, aber das schöne Leder eines reifen Exemplars, das würde eine Summe einbringen, die selbst Gilbert vor Neid zu Tränen rühren könnte. Bring mir diese Avis-Haut und ich werde die kostbaren Früchte unserer beider Arbeit mit dir teilen. Tierschützer würden das jetzt verneinen. Aber es ist eine Quest, die machen wir. Ich erlege den Avis. Das hatte ich gehofft. In diesen schweren Zeiten wäre es töricht, eine solche Gelegenheit verstreichen zu lassen. Nimm das Osttor und folge dem Pfad. Dann halte dich an der Weggabelung rechts. Sobald du das Tovani-Tor erreichst, ist es nur noch ein Steinwurf bis zu den Feldern von Korava. Ich erwarte deine sichere und vor allem triumphale Rückkehr. Mhm. Eine ehrliche Haut. Auch interessanter Questname. Wie bei Son Goku. Ja, Son Gokus oder generell die Super Saiyajin Frisuren sitzen immer. Auch im Wasser, wenn man aus dem Wasser rauskommt. Sie kommen, es bleibt einfach wie es ist. Auch bei Wind, Wetter ist es einfach immer perfekt. So, hier ist noch irgendwo eine kleine... Wie komme ich denn da hoch? Da hier eine Treppe. Können wir die Quest nämlich auch noch annehmen. Boah, haben wir echt viele Nebenquests hier offen. Vorsicht beim Einpacken. Ich will keine Fall. Hallo. Du strammer Jüngling mit dem Schwert. Strammer Jüngling. Die Frisur von Jesse. Ja, bei, ja, genau. Ja. Die Frisuren sitzen auch immer perfekt. Endlich. Bisher hat mir einfach niemand Beachtung geschenkt. Ja, weil du so weit weg sitzt vielleicht. An der Universität hingen die Studenten immer an meinen Lippen. Doch hier in der Ferne bin ich nur ein herumirrender Greis. An der Universität? Du bist ein Gelehrter? Ein Spezialist für alte Kulturen. Der versierteste in ganz Valestea, sagen manche. Lass dich von diesen zerschlissenen Lumpen nicht täuschen. In meiner Glanzzeit hätte mich nichts von meinen Studien abhalten können. Doch jetzt sitze ich hier, ein Schwätzer, der von den vielen Stufen in Tabor besiegt wurde. Die Antworten, die ich suche, scheinen für mich in unerreichbarer Ferne. Würdest du einem alten Mann einen Gefallen tun und für mich die Treppen in Angriff nehmen? Für eine entsprechende Belohnung natürlich. Die Treppen, ja klar, ich kann für dich gehen. Kann man deine Dienste mieten und ich plane ein Attentat? In einem Satz, der Typ hat Nerven, Leben am Limit. Also, der weiß auf jeden Fall, was er möchte.
Ich soll also die Treppen nehmen und... Laufen. Stufe für Stufe. Für mich einprägen. Vorausgesetzt, du kannst sie lesen, natürlich. Wahrscheinlich nicht. Man sagt, dass eine freundliche Seele Hinweise auf Tabors lange Geschichte in die Steine geritzt hat, die im Dorf verstreut sind. Es sind drei. Ein Suchspiel. Je einer im Norden, Süden und Osten. Ich bin in der Hoffnung hierher gekommen, dass diese Inschriften Licht auf ein Rätsel werfen, über das ich schon lange nachdenke. Nämlich die sonst nicht dokumentierten Ursprünge des einzigartigen Volkes von Tabor, das sich so von denen der umliegenden Regionen unterscheidet. Ich kann nicht versprechen, dass ich mir alles perfekt merken kann. Merke dir, was du kannst. Den Rest füge ich zusammen. Geh zu den Kuppelpavillons. Unter jedem sollte ein solcher Stein zu finden sein.